So, wie ihr wieder seht, sind wir wieder am Start bei The Crew 2 und endlich ist sie auch wieder mit am Start. Endlich funktioniert dein Internet wieder, weil das war gestern leider nicht mehr der Fall. Deswegen war das Ende noch für mich alleine. Die Rebbi ist wieder mit dabei. Hallo zusammen. Hey, schön, dass du da bist. Schön, dass wieder alles funktioniert. Ja, gut. Ich hatte mir heute mal überlegt, dass wir mal ein bisschen in die Luft gehen werden oder wollen. Und zwar Aerobatics. Habe ich die habe ich schon erledigt. Das heißt, Dakota Grasslands. Okay, dann machen wir das mal. Mount Rushmore. Bist du dabei? Die perfekte amerikanische Skulptur. Nee, Moment. Lass ich und mit Sprengstoff gemacht. Und nun flieg ein paar Kunststücke und hab Spaß. Oder muss ich das alleine machen? Kannst jetzt du mir haben mir. Die ah, okay. Okay, mit automatisch mit. Dann warte ich ganz kurz. Stehst irgendwie gerade noch verkehrt rum, so wie ich das gerade sehe. Von mir stehe ich richtig rum. Jetzt bist du vor mir, okay. Hole 2000 Punkte, Sommer. Was sollen wir denn fahren? Ein Senkrechtflug, ein Looping, eine Rolle. Okay, das kriegen wir noch easy hin. Die Rolle habe ich schon. Und die Rolle habe ich auch schon. Jetzt muss ich den Looping ansetzen. Das ist immer so das Schwerste. Man muss das Flugzeug ziemlich gerade halten. War es die Rolle? Nee, beim Looping. Ah, okay. Ich muss den Looping jetzt ansetzen. Vor allem brauche ich Platz. Ich hab schon alle durch, ich mach jetzt ein bisschen voller hin, damit ich nicht versuche. Ah, das ist der Senkrechtflug, aber ich versuche jetzt Looping zu ziehen. Looping ist durch, jetzt geht's in den Senkrechtflug. Moment, ich brauche gerade wieder Orientierung. So, abgearbeitet. Ich mache ein paar Rollen. Sieben Rollen hintereinander, pass. So, was müssen wir jetzt machen? Zwei Rollen, zwei Sturzflug und ein Auslooping. Ich fahr schon durch, ich bin schon wieder 2000. Uiuiui! Der war knapp, weil das war. Ich hab ja fast. Ich hätte fast die Rolle in den Baum gelegt. So, jetzt muss ich mal den Außenlooping machen. Ich brauch irgendwo eine Brücke. Flieg und deine Brücke durch, ist mein letztes Ziel. Zu Außenlooping. Moment, ich muss wieder ansetzen neu. Aua! Der Baum war heftig. Okay. Aber ich habe die Aufgabe ja auch geschafft. Und deine Füße durch.
Na, ich bin durch. Aber Zeit ist durch. 2258 Punkte. 2449. Ja, du bist 200 Punkte mehr hast du gehabt am Ende als ich. Aber das Wichtigste ist, dass wir das geschafft haben. Jo, das ist auf alle Fälle, ja. Ein Performance-Motorblock ist dabei und ein neues Ruder. So, dann kann man mal die Teile nämlich einbauen. In den. Oh, mein Flieger hat ja einige Teile. Fällt mir gerade auf. Einmal das. Einmal das. Einmal das. 113. Und 126. Und dann bin ich bei R momentan auf der Stufe 116. 5 Teile hatte der Flieger. Gut, dann machen wir weiter. Dann gehen wir noch ein bisschen fliegen, würde ich sagen. Ich bin bereit. Gut. Dann gehen wir noch ein bisschen in Freestyle. Und Provincetown. Okay, dann schaffen wir das. Ich glaube, wir können hier nur noch diesen einen Flug machen, weil ich glaube, mein Rang nicht hoch genug ist. Okay. Ja, du musst, glaube ich, als letztes auf berühmt sein. Bei den nächsten Manchmal Dings. Manchmal glaube ich, du hörst mir einfach nicht zu. Also, flieg los. Du hast eine Einladung? Sieg. Ja. Das Schöne ist, der schickt die Einladung ja Gott sei Dank automatisch an die Crewmitglieder und nicht, dass du dann mühsam noch die Leute nach noch einladen musst über ein Menü oder sowas. Oh, das ist sinnvoll. Nur das Finden ist manchmal ein bisschen schwierig. Irgendwie sehe ich sie nicht, aber sie sieht mich oder wie auch immer. Aber egal, irgendwie kriegen wir schon auf die Reihe. So. Ich hole wieder 2000 Punkte. Probieren wir es mal. Looping, Sturzflug, Senkrechtflug. Senkrechtflug ist wahrscheinlich ganz unten, ne? Moment, ich muss mal gerade gucken. Ah, der Senkrechtflug ist einmal hoch. Looping. Okay. Fliegen klappt auch. Jetzt mal ein Looping nicht genommen, warum auch immer. Das war eigentlich ja, du musst den Flieger komplett gerade halten irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Flieger nicht genommen. Okay, nochmal ein Versuch. Komm, 500 Meter, 500 Meter. Jawohl. Ui, das war's Wasser. Ich bin voll aufgeschlagen auf der Wasseroberfläche. Es sind meine Loopings nicht, also es sind schöne Loopings. Mein Flugzeug ist gerade. Irgendwo in die Richtung. Jetzt hat's ihn genommen. Sehr gut, ja, glaub ich. So, erste Checkliste abgearbeitet. So, Tiefflugrolle, umgedrehter Tiefflug? Ach, umgedrehter Tiefflug ist auf dem Kopf, ne? Ja. Und dann die Tiefflug. Und dann wie tief möglich runter. Ja gut. Wenn ich ehrlich bin, lernst du das auch in der GTA-Flugschule, sowas ähnliches. Also bei GTA 5. Ich bin voll. Ja, das Problem ist einfach nur, ich bin nicht über Boden, ich bin über den Bäumen, da bin ich nicht zu hoch. Ich muss mal über das Wasser. So, ich sollte mal die anderen Dinge noch machen. Ich muss aufs Wasser runter, aufs Wasser, dann kann ich schön tief fliegen und dann kann ich auch das Flugzeug umdrehen. Bei den Bäumen ist mir das zu riskant. Na, ich schaffe den Dings nicht.
Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's geschafft, dann hast du es nachgeschafft. Ja. Ja, ich musste, als ich auf dem Wasser war, als ich im Wald war, musste ich wieder zurück zum Wasser fliegen und das hat mir die Zeit gekostet. Alles gut, ich hab zum Zweifel. Und das ist der Vorteil, wenn man das ganze Ding in der Crew zockt, einer schafft's irgendwie schon. Nur mal kurz noch zur Anmerkung. Die Steuerung, okay, ich find's auf meinen Autos sehr ackrig. Ja, der, wie gesagt, sehr rutschig, aber Fliegen macht auch Laune. Und wenn wir jetzt, warte mal, die Frage ist, ob ich jetzt Start kenne, wenn einer, ob ich, warte, das ist eine Fotoaufgabe dann hier. Wie gesagt, die Fotoaufgaben, das wollte ich gerade noch anmerken, die mache ich nicht unbedingt, sondern die wollte ich natürlich unbedingt sehen. Ich gehe jetzt nicht danach suchen, wenn ich mal was finde und es bringt, es ist gerade zufällig in der Nähe, dann mache ich es natürlich auch. Aber wie gesagt, wie bei Need for Speed 2015 gehe ich nicht extra die ganzen Nebenaufgaben suchen. So, haben wir noch irgendwas, was wir machen können? Nein, können wir nicht. Jet Sprint hätten wir noch. Aber Aerobatics können wir, glaube ich, nicht weitermachen, ne? Nein. Weil ich müsste... Ich kann schon, aber du bist noch nicht berühmt genug. Ja, ich bin noch nicht berühmt genug. Nicht berühmt genug. Die machen wir dann weiter. Gucken wir auf die Uhrzeit. Ach, das ist so früh. 10-Minuten-Folge will ich nicht unbedingt machen. Dann Airways brauche ich auch berühmt. Touring Car, ist das ein Leihwagen oder ist das ein Mensch, will ich gerade Golden Hills Rennstrecke. Weißt du, wir probieren einfach mal die Touring Car Dinger. Wenn wir gerade schon mal dabei sind. Mal was anderes gucken. Ein bisschen mit dem Modi rumspielen. Das hat Anni schon in, ja, das hat deine Schwester im Video mal gezeigt. Die ist in Chicago geflogen, hat glaube ich sämtliche Dingswege mitgenommen. Kannst du nicht dein Bestes geben? Du hast eine Einladung? Achte du auf dein Auto. Ich achte auf dich. Wechsel zu Mercedes-Benz AMG Touring. Ja, jetzt warte ich nur auf dich. Bin ich unterwegs? Ja. I see. Oh, jetzt sieht das Ding böse an. Das liegt vielleicht an mir, weil mit dem Ding, ich habe echt Schwierigkeiten mit dem Fahrzeug mit der Steuerung. Also, ich guck gerade mal gleich mal. Mit Rampenbremse noch mit Bremsen. Weg da. Da muss ich durch. Oh ja. Ich hab versucht einzulenken und er wollte nicht. Ja. Sag jetzt, die Sprachsteuerung müssen sie also hoffentlich mit einem Page verbessern. Ja, ich hoffe, dass Updates kommen, aber es sollen alle 3 Monate Updates kommen, so habe ich das verstanden. Updates sind ja schön und nett, aber ich hoffe, die Steuerung wird sich danach verbessern. Ja, ich gehe davon auch aus, dass das da irgendwie noch was verändert. Flugzeug und Boote stören sich echt cool auf dem Motorrad oder auf dem Auto. Finde ich Verbesserungsbedarf schwer notwendig. Ja, du musst anbremsen und die Handbremse ziehen. Gleichzeitig quasi. Ich ziehe es auch nicht. Man muss anmerken, die Rebbis sind immer noch in die Shisha am Rauchen. Also falls man da irgendwie was im Hintergrund hört bei ihr, dann, oder bei mir. Dann bin ich auch die zu entschuldigen, aber sollte eigentlich kein Problem sein. Prozent haben wir. Wir liegen momentan schön auf 1 und 2, das passt also perfekt. Aber mir ist aufgefallen, die Karren haben kein Schadensmodell. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also du hast ein paar leichte Kratzer, ja, aber du hast kein explizites Schadensmodell. Was ich dann irgendwie schon ein bisschen schade finde, wenn ich ehrlich bin. Ja, schade. Auch bei Need for Speed Online gab es ja auch keinen. Ja. Beim 2015er Need for Speed gab es eins auf jeden Fall, das weiß ich, habe ich gemerkt. Ja. Und beim ersten Teil von The Crew gab es tatsächlich auch eins, glaube ich.
Das gab eins. Soweit ich in Erinnerung habe, gab es auch eins. Von 8 Sekunden kann man das nicht treffen. Ja, ich fahre hier auch relativ entspannt. Auch. Wir haben schöne Kurven an. So, jetzt komme ich noch eine Runde. Das letzte Runde habe ich 72, das ist die letzte Runde sein. Ich sehe jetzt aber auch nicht explizit. Ich sehe jetzt gar nichts hinter mir momentan. Ja, aber was mir so ein bisschen gerade auffällt, wenn man gerade auch die Handbremse zieht und bremst, also dieses Bremsen, dieses leichte Driften, dass sich das Auto gegen den Drift wehrt. Dass der gegenhält, dass der sagt, oh, ich will nicht driften, und das ist schon ein bisschen schade. Man müsste mal ausprobieren, wie es ist. Aber vielleicht hat er eine Traktionskontrolle drin, das kann auch theoretisch sein. Dann erklärt sich das. Ansonsten wäre es ein bisschen schade. Ach ja, hier, der wehrt sich komplett gegen den Drift. Gibt ja auch die Driftmodi. Ich habe mir in der vorletzten Folge habe ich mir ja den RX-7 gekauft als Drifter. Und ja, müssen wir gucken. Also ich hoffe, dass es da ist, also da ein bisschen leichter zu handeln ist. Dein Wagen ist vielleicht nicht perfekt, aber ich weiß, du kannst das besser. Es dauert noch ein bisschen, bis ich berühmt werde. Die Frage ist, wie viel Follower wirst du berühmt, ne? Ich habe jetzt etwa fast 30.000. Aber es dauert bestimmt alles noch ein bisschen, bis wir da wie groß machen können. Jetzt heißt es erstmal die ganzen Folgen. Moment, das Loot gerade gespawnt. Ach, da kommen die anderen dann irgendwann erst auch. Oh, cool. Der Mercedes, der kriegt ein bisschen Leistung. Du müsstest eigentlich auch was gekriegt haben, ne? Ja, ich habe 3 Teile gekriegt. Habe ich schon ausgerüstet. Ja, bin auch gerade dran. Reifen, Fahrwerk, also Aufhängung und ein neues Steuergerät haben wir eingebaut. Sehr gut. So, drüber gucken. 16 Minuten. Hey, cool, wir können auf der Strecke weiterfahren. Wir kommen gerade Spieler entgegen, ne? Auf das weiße Fahrrad random, da kommen wir aber Spieler entgegen. Das ist ja witzig. Auf der Rennstrecke. Auch, ne? Ja, auf der Rennstrecke kommen wir gerade Formel 1 Fahrer entgegen. Spieler. Ich war in der anderen Fahrtrichtung unterwegs. Okay, ich komme mal gerade zu dir, weil du bist ja selber fahren. Das ist auch nicht mehr. Das war in meine Fahrtrichtung weiter. Ja, ich sehe, also da kommen, ist wirklich keine. Oh ja! Ich habe einen erwischt. Also ganz leicht habe ich ihn touchiert. Das sind aber KI-Fahrer. Das sind keine echten. Ich habe den Namen nicht gesehen, ich habe nur Namen gesehen. Ja, das sind diese Formelfahrzeuge, ja. Die fahren wir hoffentlich auch später irgendwann. Oh, ich habe einen Follower bekommen. Immerhin. Und nochmal 25 dazu wegen der hohen Geschwindigkeit. Rest. Slalom. Aber ich würde mal gerade über die Steuerung gucken, ob der tatsächlich eine Traktionskontrolle drin hat. Moment. Mitteilung. Genau, Musik habe ich eh aus. Aber irgendwo muss ja was drin stehen, oder? Also ich kann jetzt nichts explizit finden, dass er da irgendwie was drin hätte. Du kannst ein bisschen Steuerung rumspielen, aber du kannst jetzt nicht die Traktionskontrolle an- oder ausstellen. Aber vielleicht liegt das auch am Auto selber, dass der da... Ja,
immer ein paar Tiere. Donuts. Hey, wo bist du? Immer noch unterwegs auf der Strecke. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich noch einen abschießen kann von denen. Muss nur gerade gucken, wo sie herkommen. Da kommt irgendwas entgegen, glaube ich, oder? Ja. Hab ihn! Den ersten. Und noch einen. Ich hab zwei Autos abgeschossen. Aber das feiere ich gerade so ein bisschen extrem, dass hier auch zwischenzeitlich, du fährst, wenn du auf irgendeiner Rennstrecke rum und die Feier fährt, findet gerade eine andere, rein, ne? Ja, ja. Ja, ich hab einen von denen weggeschossen, also zwei von denen weggeschossen. Das war ich, das, sorry. Das war eigentlich keine Absicht. Ich wollte euch da genau daneben dürfen. Aua. Warte mal, ich geh mal kurz ein bisschen weg, weil sonst stören wir uns unnötig. Ey, du kannst ja voll überfahren damit. Sehe ich gerade. Cool. Wir machen noch einen. Ein Touring Car. Und dann gehen wir in der nächsten Folge an die Boote. So, Jersey Rennstrecke. Weil ich kann nämlich nur so weit machen, bis ich berühmt hoch bin. Deswegen machen wir jetzt nach und nach ein paar Rennen. Und ja. Heute fährst du wohl im Regen. Sieh's nicht als Problem, sieh's als Herausforderung. So, meine Knieschau zu Ende geraucht. Yay. Das kann nervenaufreibend sein. Aber bleib einfach im Flow. Aber auch nicht zu schlecht, ich habe auch gewonnen mit Knieschau rauchen. Das nächste Rennen ist im Regen. Mal gucken, wie sich die Autos dann verhalten. Wir fahren das Ding auch normal. Einfach ein bisschen. Schießt gerade da hinten in der Luft. So. Was ist jetzt los? Ein Ladebildschirm. Hä? Kriegt eine Vorschau? Mhm. Komisch. Ist auch eine Vorschau? Ja, ganz kurz für die Strecke wahrscheinlich. Erreiche die Top 3. Ah, du bist auch mit dabei, okay. Dein Motor. Er sagt, ja, lass uns siegen. Was ich gerade auch so ein bisschen feier, ist ein nettes Detail mit dem Scheibenwischer. Weil das ist in einem Rennspiel nicht selbstverständlich. Jetzt kommen die auch mit dem Drift eher. Aber man merkt immer noch, dass er sich dabei wehrt. Du Kollege mit deiner Corvette, das ist eigentlich nicht so geplant. Entschuldigen Sie, ich muss da mal vorbei. Der Rebbe fährt wieder entspannt vorne weg. Ja, alles gut. Wie gesagt, wenn einer aus der Crew da ja. Hm? Soll ich mich, soll ich abbremsen? Nö, nö, mach, fahr in Ruhe. Was ich gerade meinte, wenn das Ding einer aus der Crew gewinnt. Nö, ach, wie gesagt. Ich muss. Wenn einer. Ups, Entschuldigung. Jetzt muss ich, bin ich da ein bisschen weit rausgerutscht. Ja, wenn einer aus der Crew das Ding gewinnt, ist mir das ziemlich egal, wie viel ich da letztendlich werde. Die Aufgabe wird ja dadurch erledigt. Aber ich feiere endlich wieder ein Rennspiel mit, dass man mit Freunden zusammen zocken kann, einfach entspannt. Gibt's ja leider nicht so viele. Und man muss ja nicht immer alleine zocken, man kann ja auch mal mit Freunden was gemeinsames Projekt starten und so.
Nur ein paar Minuten. Ein paar Prozent. Ja, ich habe einige Fehler eingebaut. Ich bin zweimal in dieser einen Kurve bis an die Wand durchgerutscht. Aber ich bin immer noch Zweiter. Naja, alles gut. Der eine kommt zwar immer wieder dran, aber eine Chance hat er erstmal nicht. Nicht immer noch an mir vorbei, wenn er gewinnen will, ne? Ja, wie gesagt, das wäre nicht tragisch. Wie gesagt, Top 3. Wir brauchen einen unter den ersten drei. Na, ich komme jetzt aber auch. Doppelsieg. Ja. Oh, das tut wieder. Neuer Auswurf, neues Getriebe. So, das bauen wir mal ein. Und dann machen wir mal Feierabend, würde ich sagen. Hm. Okay. Zumindest für heute. Wir machen noch gar nicht Feierabend. Wie gesagt, eine Folge machen wir noch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend hier für heute. Und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr hoffentlich. Und ja, ich weiß nicht, ob die Revi ihr Gameplay hochlädt. Aber ansonsten schaut mal bei ihr auch gerne auf dem Kanal vorbei. Habt da den Link unten auch in der Videobeschreibung tatsächlich. Nicht auf. Aber du hast ein paar andere Sachen bei dir auf deinem Kanal, doch nebenbei. Ja, momentan nur Formel 1. Ja, aber wie gesagt, sonst guckt einfach mal bei ihr durch. Könnt ihr gerne machen. Wie gesagt, Link steht unten in der Videobeschreibung, ziemlich unten steht sie dabei. Da sind auch einige coole Sachen dabei. Gut, das war's. Ciao. Tschüss.